fetten Oridos gepflegten Los Blaze, ich begrüße euch. Ja, dich begrüße ich auch ganz herzlich. Ganz besonders dich da oben, du Vogel. Freunde, ich bin hier echt irgendwo im Nirgendwo. Und ich warte noch auf zwei Leute. Ja, ich wollte mich hier mit dem Eatstormax und mit seiner Freundin Prinzessin Jenna treffen. Wir wollen hier heute mal gemeinsam Los Blaze, ja, eine Los Blaze-Begehung machen. Und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Jetzt bin ich zu früh hier und muss auf die beiden Vögel, muss ich jetzt hier warten. Ja, Freunde. Ach du Jemine. Da vorne ist direkt die Straße da. Freunde, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Mal ganz im Ernst. Da steht noch was, auch so verlassen und so. Meine Fresse, ne. Alter, noch kein Kaffee, nichts gesoffen, verstehst du? Wir kriegen schon, es wird nicht gerade hell, es wird schon dunkel. Ja. Hey, der Witzka. Bin mal gespannt, ob die beiden pünktlich kommen. Jo, Herr Meister, it's Tomix. Mede, mede, Prinzessin Jenna. Ich, Jack Silver, ich warte hier. Kein Zwischenkaffee am Start und ich habe Hunger bis an die Knie. Also, sieh zu, dass du einrollst und überleg dir genau die Antwort, die du sagst, weil die kommt nämlich hier bei mir im Video rein. Bis später, haut rein. In 8-9 Minuten sind wir da. Ich hab gedacht, du bist doch gar nicht da, ey. Du bist ja geflogen, oder was? Ja, ich bin bei dir, ey. Alter Schwede, was hat der für ein Licht, ey? Boah, ich bin blind. Ja, auf jeden Fall dann noch bis gleich, ne? Prinzessin Jenna. In Stomix. Peace. Ja, Freunde, peace. Der, der zu spät kam. Ja. Freunde, das geht jetzt los. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht. Warte, ich muss mich jetzt hier so flachs rumdrehen. Ja, da, ihr dürft ihn ja alles sehen. Von wegen. Ich weiß immer noch nicht, um was das heute geht. Ich bin hier einfach hingerufen worden. Zack, komm mal hier hin, gib lecker Essen. Bin ich losgefahren. Jack üblich, ne? Freunde, jetzt geht das los, das Abenteuer. Das beginnt jetzt. Wir setzen uns in Bewegung. Könnt ihr das sehen? Das ist so langsam, da kann man gar nicht filmen, so langsam wie wir laufen. Oder kommt ein Auto? Ich glaube, wir warten lieber. So, Freunde. Hier war ich ja vorhin auch schon mal. Hier sind die Gewächshäuser. Also man kann einfach hier so... Oh, das sieht schon mal... Oh, guck mal hier. Das sieht ja schon mal cool aus. Ach, guck mal, den konntest du vorher gar nicht sehen. Die sind da auch schon noch zugewachsen. Wie geil sieht das denn aus? Die siehst du, die sind schon so zugewachsen, die Teile. Oh, guck mal hier.
fährt nicht. Krass. Jetzt pass auf, jetzt haben wir hier. Alter, was geht denn hier? Eieieiei. Freunde, jetzt hier, pass auf. Ah, da, pass auf. Alter, wie geil ist das denn schon wieder? Nee, wir sind richtig. Wir sind richtig, hört sich immer gut an. Freunde, wir kommen jetzt hinten durch die Nase ins Auge rein. Guck mal hier. Ist er da, der Gärtner sein Arbeitswerkzeug vergessen. Da sind irgendwo die Nachbarn. Hier ist eine Terrassentür, die ist aber... Alter, das Ding, das muss schon so lange leer stehen. Nur da ist schon mal nix. Tja, hier ist auch alles dunkel. Alles dicht. Ja, vielleicht war das Häuschen früher mal offen, aber so ist es zu. Hier ist alles dicht, hier ist alles dicht. Jetzt müssen wir noch hier durch den Zauberwald durch. Alter. Ich lass mal die Lampe aus, das Licht. Weil wir sind hier an der Straße und die Nachbarn, da vorne hier ist auch alles zu. Hier ist auch alles zu, Freunde. Ich gehe davon aus. Seit 07. Alter, was ist denn hier? Was ist das der? Wie ist das hier einer so gehangen hat, hä? Freunde, hier. Kann man die sehen, die Laternchen? Boah. Ja. Ja, Freunde des gepflegten Abendprogramms. Ja, ich meine, das tut mir jetzt leid. Wir konnten ja leider nicht da hinein. Haben wir jetzt euch ein bisschen von dem Gewächshaus gezeigt. Die Upper Hand, ne, das kalte Händchen da. Keine Werbung, keine Produktplatzierung. Oh, Leckerchen, Freunde. Einmal. Keine Werbung, keine Produktplatzierung, aber Freunde, guck mal hier, ja. Obwohl, Spiegelei. Ah, wir haben noch einen schönen leckeren Zwischenkaffee, aber den nehmen wir gleich noch. Bleibt dran, bleibt dabei. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, denn es geht weiter. Guck mal, fettes Dank an den Tomex für die leckeren Sachen hier. Sonst wäre ich schon wieder unterzuckert und mit den Nerven am Ende, ja. Ah. Der zweite Lost Place, der war ja auch gar nichts, da sage ich gar nichts dazu. Und am zweiten Lost Place, ne? Tomix, komm hier, komm jetzt, komm bei mich bei, komm. Alter, da sage ich zu dir,
hier zu der Tomix, ey. Ich sag, pass mal auf, so alten Cannelloni-Jongleur, was machen wir denn jetzt? Da sagt ihr zu mir, wir gehen was essen. Ne? Ja. Ja, Pizza Jenna sich gefreut, ich mich gefreut, wie. Alter, da, ich kenne die ganz in der Nähe, kenne ich hier was, ne? Verstehst du? Warum hab ich da gerade auch gesagt? Alter! Das ist ganz in der Nähe. Ja, pass auf, das ist ganz in der Nähe. Verstehst du? Wir sind durch die Nibelungensage gefahren. Verstehst du? Die Karpaten links liegen lassen. 100 Meter weiter, wir wären von der Erdscheibe runtergefallen. Alter, wo sind wir jetzt hier? Bei Netto! Keine Werbung, keine Produktplatzierung. Tommy, da musst du mir jetzt erklären. Ja, guck mal, ich erkläre dir. Guck mal, da Netto, ne? Da, ja. Dom Pepino. Links rum Eingang. Und Netto, mit Netto haben wir gar nichts zu tun, immer. Mit Netto haben wir nichts zu tun. Wenn das jetzt hier nicht brutto wie Netto ist, die Pizza, ne? Ja, Freunde. Ja. Das ist mein Tisch. Ja, Freunde, ne, der arme Tomix, der hat da so einen Riesenklopper. Kleine Person. Die nehme ich mit für unterwegs. Damit ich unterwegs nicht nur Süßigkeiten, sondern auch noch die habe. Die sieht gut aus. Warte, ich pack die mal aus. Ich mach mal deinen Foodporn fertig jetzt hier. Ja. Du packst dich aus, damit wir den Foodporn fertig machen können. Nein, andersrum. Ja, Alter, die sieht ja mal richtig geil aus. Die hat, ich muss jetzt sagen, die hat schon irgendwie was von Porn, ne? Das hast du jetzt wieder wirklich gemeint mit, ne? Also. Also wirklich Jack. Ja, ich weiß nicht. Banana! Ja, so Abend von rein. Ja, so. Ach so. Ja, ne? Ja, Freunde. Das sind die ganzen Pepinos. So, Freunde, wir müssen jetzt hier speisen. Die haben einen Tisch für dich mit dabei gebracht. Für die Kanzone. Da kannst du die Kanzone drauf sehen. Passt da genau. Die ist aber so eine große, habe ich echt noch nie gesehen. Definitiv. Dumm Pepino. Empfehlen. Keine Werbung, keine Produktplatzierung. Wo sind wir überhaupt hier? In welcher Stadt? Was? Förde? Förde? Wesel! Wir sind in Wesel, Freunde! Förde, in Wesel! Müsst doch mal vorbeigehen bei der Pepino. Aber hammergeile Pizza. Und in diesem Sinne wünsche ich mir jetzt weiterhin einen mega leckeren, guten Appetit. Und für euch geht es jetzt weiter, ne? Also das Video ist nicht zu Ende, es geht weiter. Auch noch ein Freund. Bleibt dabei. Ein ganz fettes Horridor an euch, mitten aus dem Wald. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da gibt. Jetzt bin ich durch den Wald an die Straße gekommen. Schauen wir mal, was das jetzt wieder für ein Abenteuer ist, Freunde, wo ich euch jetzt wieder mit hinnehme. Ja. Lost Place, wie er im Buche steht. Das will man, das ist ein Lost Place, das will man haben. Alter Schwede. Das ist so endlos geil. Unglaublich.
ich das erstmal, Freunde. Hier ist der Schalthebel. Hier ist mal die Bremse. Jetzt kriege ich das erstmal geregelt. Alles hier, aber es ist schon gigantisch. Echt gigantisch. Oh, findet das ein Trauerwerk hier. Pass auf, ich zeige euch das jetzt. Oh, Freunde, wie geil ist das denn? Ach, da steht noch wieder was hier. So ein altes. Das ist auch vom alten Auto oder so. Guckt euch diese Kulisse an. Alter, guckt ihr das an, was das Teil Risse hat. Das sehen wieder nach oben hin. Da so ein bisschen hat er schon einen leichten Knick. Ich will keinen Stepptanz hier machen, aber hier drunter hört sich das alles hohl an. Aber was das ist, das weiß man nicht so genau, ne? Ist ein Förderband gewesen. Hallo, hallo. Fette Kameras. Tja, ob die jetzt noch funktionieren, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, Freunde, Halleluja. Wirklich, also die Kameras, die dicke Weiße, die sieht schon so aus, als wenn sie mich nicht leiden könnte, verstehst du? Ja, war aber trotzdem ein wahnsinnig spannender, interessanter Los Place. Auch wenn das jetzt hier nur so ein, zwei Sachen hier so sind, die man noch sehen konnte. Hammergeil. Kurzes, knackiges Video für euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Also, ich würde mal sagen, dann Abo auf jeden Fall, ne? Wir wollen jetzt schnell die 50.000 Follower erreichen. Ja, muss sein, Freunde. Bleibt dran mit den Daumen. Klick, klick, klick. Ne, Likes, ne, Like. Und ja, die Glocken aktivieren auf jeden Fall, ne, damit ihr nichts verpasst. Ja.